Okay Leute, willkommen zu einem neuen Part von Professor Layton. Mit mir und Alex, ich bin immer noch krank und wir versuchen heute unser Bestes nochmal. Yeah. Die letzten Parts. Ah, da ist der Uhrenladen. Vorhin war die Tür verschlossen und auf unser Klopfen hat niemand reagiert. Warum denn? Das ist so verschallt. Scheiße. Das liegt daran, dass ihr das geheime Klopfzeichen nicht kanntet. Hört mal. Das mache ich jeden Tag. Hereinspaziert. Echt so. Nur zu, versucht jetzt mal die Tür zu öffnen. Ja, jetzt können wir auch einmal rein. Offenbar ist niemand hier. Sieh mal einer an, wer da ist. Huch, haben sie mich vielleicht erschreckt. Ich sehe, du hast das geheime Klopfzeichen gelernt, mein Lieber. Eigentlich war ich es, der geklopfte Hora. Ist Tickly hier? Tickly. Ach ja, du, da bist du, Luke. Tickly ist im Hinterzimmer. Oh, bist du etwa mit dem Besitzer des Uhrenladen befreundet, Luke? Anscheinend habe ich versäumt, es zu erwähnen. Ja, Hora und Tickly haben mir die ganze Zeit über geholfen. Tickly kann euch die Lage sogar besser erläutern als ich. Klingt vernünftig. Lass uns hören, was er zu sagen hat. Aber jetzt kommen ganzen Rätsel oder so. Gut so. Ganzes Gerede hier. Nein! Ja, es gibt keine Rätsel da. Doch, mach mal zurück, bitte. Was willst du untersuchen? Ja, ich werd's Ohren. Wir haben alle Rätsel davor schon alle raus hier. Genau. Aber trotzdem, frag ihn mal. Ach, schade. Ja. Ja, okay. Das ist Tickly. Aber erstmal die Gegend, die Abkundschaften. Riesenuhr. Okay. Ah, doch. Okay, ein Hinweismünze. Ich dachte schon, dass ich Stimmen im Laden gehört habe. Schön, dass Sie wieder zu dem Professor und Luke, des Professors Lehrling. Ja, Luke, aber sicher. Tickly, würdest du bitte ein wenig über das Wurmloch und die Anfänge der Zeitreisen erzählen? Ich glaube, es würde helfen, wenn alles auf dem gleichen Wissensstand wäre. Aber natürlich. Du da, Luke. Ich meine, den kleinen Luke. Ja? Sag mir, Junge, nach was sieht diese Gerätschaft hinter mir aus? Nach einer großen, sehr alten Uhr. Sehr richtig. Nach meinen Schätzungen müsste diese Uhr ungefähr 100 Jahre alt sein. Das alte Mädchen braucht sehr viel Zuneigung, um es im Laufen zu halten. Das nimmt dementsprechend viel Zeit in Anspruch. Eines Tages ölte ich gerade das Getriebe, als zwei Kleinmitglieder hier einfielen. Ich glaub schon. Hier sind wir. Das muss der Ort sein, von dem der Boss gesprochen hat. Ja, der Boss. Hier steht's in der Riesenuhr, so wie du gesagt hast. Wo ist seine Zähne? Ja, seine Zähne. So viel Antik. Guck mal. Jetzt weiter. Was fällt euch ein? In mein Lein... Lan einzufallen. Hände weg von meiner Uhr. Ich glaube, du bist der Letzte, der uns Befehle gibt. Weißt du etwa nicht, mit wem du es zu tun hast? Doch mit einer Rotte von Holbrotten, die sich nicht aus meinem Laden verziehen wollen. Wenn ich du wäre, würde ich kleinere Brötchen backen, alter Mann. Und jetzt weg da, wir sind nicht zum Spaß hier und haben einen Zeitplan einzuhalten. Wie kommt ihr Vögel dazu, hier rumzuhängen? Macht euch jetzt weg, aber da! Wenn wir uns nicht an den Zeitplan halten, wisst ihr schon, wer richtig böse. Voldemort. Tut es leid, Bostro, wir sind ja schon dabei. Aber Opi, ihr macht uns Arbeit nicht einfach. Sei kein Trottel, du weißt doch, was wir mit Quertreibern machen. Raus auf die Straße mit ihm. Lasst mich los, ihr elende Kanalien. Wir wollen doch nur einen kleinen Spaziergang unternehmen, Opi. Alles schön ruhig, Blut, mein Guter. Wagt es ja nicht, eure dreckigen Pfoten an meine Uhr zu legen, verstanden? Ja, okay, ist klar. Wir liegen voll im Zeitpunkt. Aber diese Ding können wir erst zu dem Zeitpunkt einschalten, den uns der Boss genannt hat. Okay. Das war alles, was ich hören konnte, bevor mich die Riesenbabys aus meinem Laden warfen. Allerdings wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was diese Halbaffen in meinem Laden suchten. Nun, der Clan
finanzierte den Bau einer Zeitmaschine und beauftragte Wissenschaftler damit. Die Idee dahinter war anscheinend so etwas wie ein Wurmloch oder Zeitloch zu erschaffen. Aber wie ist ihnen dieses bloß gelungen? Was weiß ich, ein riesiger Hokuspokus? Sie haben eine Zeitwirbel aufgetan oder sowas. Wie auch immer, irgendwie ist der Plan nicht ganz nach den Wünschen des Clans verlaufen. Verstehe, und anscheinend hat sich dieses Zeitloch in der Nähe dieser Uhr hier manifestiert. Sieht so aus. Immerhin tickt sie schon seit einem Jahrhundert bei uns vor sich hin. Ich nehme an, dieser hohe Alter hat damit zu tun, dass sich das Wurmloch hier manifestiert. Ja, das Wurmloch, oder wie das Ding heißt, tat sich genau hier auf und uns Teil in dieser Uhr geworden. Die Sache ist die, dass nur ich das alte Mädchen am Laufen halten kann und niemand anderes. Soll heißen, nur ich kann das Zeitloch öffnen und schließen, ob der Clan das nun mag oder nicht. Das ist ja total verrückt. Es ist eher ein Kreuz, mein Junge. Die Ganoven zwangen mich, die Uhr zu betreiben, sobald sie von meiner Fähigkeit erfahren hatten. Kurz Zeit später fuhr ich von Tiglis prekärer Lage. Bestimmt ist euch bereits aufgefallen, dass Tigli nicht zum Clan gehört. Im Gegenteil, diese Ratten haben den armen Tigli ganz schön zugesetzt. Das hört die ganze Nacht danach an. Mit diesem Wissen bin ich auf Tigli und Horror zugegangen und habe sie in meinen Plan eingeweiht. Sie schlossen sich mir an und Tigli nutzte die Uhr, um euch meine Nachricht zu überbringen. Ja, wo wusste er das? Was denn? Also, der ältere Luke, dass Tigli das kann. Er hat von denen das erfahren, ja. Wartet mal. Okay, und nachdem wir deinen Brief erhielten, führte mein Neugier Luke und mich geradewegs hierher. Da hast du einen ausgezeichneten Plan ausgetüffelt, großer Luke. Danke, aber es wird noch spannender. Tatsächlich? Professor, mit Tiglis Hilfe können wir Sie und den kleinen Luke in Ihre Zeit zurück befördern. So können Sie Inspektor Shamley all Ihre unbeantworteten Fragen persönlich stellen. Aber wenn Sie dort fertig sind, kommen Sie doch zurück und helfen uns weiter, ja? Luke, du bist wohl der Letzte, der die Antwort darauf nicht weiß. Ich halte mein Versprechen und habe vor, das hiesige Problem zu lösen, wie ein wahrer Gentleman. Danke, Professor, das war genau die Antwort, auf die ich gehofft habe. Nun, um nichts in der Welt würde ich den momentanen Zustand hier so belassen wollen. Du sagst es ja selbst, großer Luke, der Einzige, der Herrscher Layton aufhalten kann, ist Herrscher selbst. Haha, vollkommen richtig. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte niemals an Ihnen zweifeln dürfen. Okay. Rätsel? Mann. Rätsel gibt's, glaube ich, nicht. Schauen Sie mir, sieht aus, als habt ihr mindestens 30 Rätsel gelöst. Ihr habt genug Nachforschung betrieben, um diese in der Vergangenheit weiterzuführen. Hoffentlich werdet ihr dort eine Lösung für die Misere in unserer Zeit finden. Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wohlan, Tigli, wären Sie so freundlich, die Uhr zu starten? Ich hoffe, Sie verstehen, wenn ich hier bleibe. Bestimmt nicht. Aber trotzdem. Also, wir hatten gerade ein Thema, gleiche. Ich hoffe, Sie verstehen, wenn ich hier bleibe. Ich möchte nicht riskieren, die Ereignisse der Vergangenheit unnötig durcheinander zu bringen. Ich bin ganz deiner Meinung. Zudem würden die armen Inspektor die Augen übergehen, wenn auf einmal zwei Lukes vor ihnen stünden. Aber denkt euch bloß, wie lustig es wäre, seine Reaktion zu sehen. Schade, dass du nicht mitkommst. Gut, alles ist bereit. Auf geht's. Jetzt sind wir zurück. Da sind wir. Ich fühle mich ganz und gar nicht wohl. Ist mit dir alles in Ordnung, Luke? Du bist ja ganz grün im Gesicht. Es wäre, als wäre ich seekrank. Meine Ohren sind verstopft und der Boden ist weich wie die Watte. Jetzt muss wohl die Zeit Kinetose sein. Weißt du, nach meinem ersten Zeitsprung fühlte ich mich ähnlich. Gut, Tigli, wir machen uns auf den Weg und sehen, was wir herausfinden können. Fein, solange wir dich auf die euch warten. Das nächste Mal müsst ihr nur das geheime Klopfzeichen anwenden und ich lasse euch rein. Exzellent, das beruhigt mich ungemein. Ich fragte mich bereits, wie wir sie überhaupt erreichen sollten, falls sie nicht in unserer Zeit wären. Ja, das wäre schlecht, das stimmt. Aber nun geht's schon, ich möchte mit meiner Gattin gleich festlich dinieren. Ja, weißt du noch, wie das Klopfzeichen ging? Das ist nicht wichtig, man kommt immer rein. Ja, okay. Er meint ja, sie will mit ihr dinieren, ich weiß, was er damit machen will. Ja, essen, ne? Ja, ist klar. Was heißt das aber? Ja, essen und danach von holen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, Professor. Wir sind zurück in unserer Zeit. Die Umgebung hier kommt mir tatsächlich wieder vertraut vor. Hui, ich sage Ihnen, die ganzen Zeitreisen haben mich ziemlich mitgenommen. Wie die ganzen Zeitreisen? Du hast bis eine gemacht und eine zurück. So unlogisch, egal. Das stimmt auch, ihr könnt eine kleine Pause vertragen. Aber wir dürften Tickley nicht warten lassen.
Sie haben recht, also sollen wir nach Inspektor Shelby suchen? Das steht als zweites auf der Agenda. Zuerst möchte ich kurz im Universitätsbüro vorbeischauen. Also machen wir dann doch eine Pause? Nicht wirklich, ich muss mich auf den unterhaltenden Inspektor Shelby vorbereiten. Vorkehrungen, mein Junge, bilden das Fundament für präzise Nachforschungen. Wie recht Sie doch haben, Professor. Jetzt, da wir unsere Zeit aufhalten, bringt der Bus uns in wenigen Minuten zur Universität. Machen wir uns auf den Weg. Jetzt freust du dich, oder? Ja. Kirche. Wie geht es dir so, junger Freund? Bestens, danke. Wissen Sie, es steht auf Neue eine Überraschung, Sie wiederzusehen. Wieder? Was habt ihr mit euren ständigen Wieder? Hehehe. Ich wollte euch bloß mit ein paar Rätschlägen aushelfen, das ist alles. Na gut, wir sind gespannt. Nicht viele wissen davon, aber wenn ihr Rätsel löst, könnt ihr einige davon sammeln. Oder wenn sie uns etwas über Picard erzählen wollten, das wissen wir bereits. Nun, Kirche, echt? Scheint ja eh ein großes Geheimnis mehr zu sein. Danke trotzdem, wir müssen jetzt aber wirklich gehen. Viel haben sie ja zu tun. Wartet, geht noch nicht. Ich habe ein Rätsel. Ja genau, ein Rätsel nur für euch. Da, da, da. 44. Hatten wir 43? Ja, wir hatten 43. Okay, gut. E. Was? Nein, lies es. Du stehst in einer fremden Stadt und fragst einen Einheimischen nach dem Weg zum Uhrturm. Er antwortet, gehen Sie ihn hier geradeaus. Dann an der ersten Ecke links, dann an der nächsten rechts, dann bei der letzten links und schon sind sie am Ziel. Der Ausgangspunkt für diesen Weg muss hier irgendwo auf der Karte verzeichnet sein. Wo befindet sich der Uhrenturm? Kreis einen Buchstaben von A bis H ein. Okay, und woher weißt du das? Ich weiß nicht. Warte, wo fällt man an? Das weiß man nicht. Deswegen ja. Warte mal. Die möglichen Wege ist, also... Warte, was sucht man denn? Das Ziel oder da, das wo man Ziel, anfängt? Also man fängt an, man geht geradeaus, dann bei der ersten Abbiegung, dann also das bei der ersten Ecke links abbiegen. Also eine Ecke. Also wenn man hier gehen würde, so. Nein, was muss man ankreisen? Das Ziel? Ja, aber ich weiß gar nicht, wo man anfängt. Deswegen, du musst lesen, was er sagt und gucken, was passt. Guck mal, da steht hier, gehen Sie geradeaus, dann an der ersten Ecke links, dann an der nächsten rechts, dann bei der letzten links und schon sind Sie am Ziel. Ja, was könnte denn passen zur Beschreibung? Warte. B ist es nicht. Nee, guck mal, wenn du hier gehst, kannst du nur noch nach rechts gehen. Hä, wo weißt du, dass E das Ziel ist? Ach, weißt du nicht, ne? Okay, warte. Ich schätze mal. Nein. Also, was wir davor geredet haben, wie heißt er, Daniel Radcliffe? Ja. Knallt seine Groupies. Und ja, wir sind verschiedener Meinungen. Okay, das H ist falsch. Die links. Stimmt, man kann ja so geradeaus, dann links, aber nicht gerade nach rechts. B ist aber auch falsch. Guck, du kannst geradeaus, aber nur nach rechts. Aber du sollst ja links abbiegen, also ist B auch falsch. Warte. Das in dieser Richtung ist falsch und in diese Richtung links. Ja, das ist auch falsch, also B ist komplett falsch. Von A. Warte, Notizen können wir machen hier. Weg. Weg. Hä, wieso B? Guck mal, wenn du geradeaus gehst, es steht da, du sollst links gehen. Wo ist ein links? Von E aus kannst du noch nach rechts gehen. Ach so, ja. Okay. Und hier kannst du auch noch rechts gehen. Und hier kannst du nach links gehen. Aber da sollst du nach rechts gehen. Aber rechts ist ja kein Weg, also ist B falsch. Also C. Also links geht nicht. Warte, so. Kannst auch noch. Okay. Hey, warte mal. Links? Gerade. Nein, nicht. C. C ist gerade auch falsch. Aus, dann links. Das geht hier nicht. Doch, C geht noch. Warte. So geradeaus, dann links. Dann rechts. Rechts. Ja. Was dann nach links wieder. Geht hier nicht mehr. Okay. Jetzt ist das auch falsch. Ich glaube, im Endeffekt ist es eh. Warte, geradeaus, links, rechts, links. Okay, G ist falsch. Ja. Mach E. E. Es geht so in verschiedene Richtungen, deswegen. Geradeaus, links. Geradeaus, links. Nein, warte, aber es geht noch. Mach dann geradeaus. Links geht nicht. Geradeaus. Links. Hä? Also links, dann. Ja, geht auch nicht. E ist auch falsch. Okay. Das ist aber. Oh ja. F. Er kann nur noch geradeaus. Links. Rechts geht nicht. Okay. Falsch. D. Was muss das dann? D. Warte mal. D. Links. Ja. Rechts. Links. Also A. Geradeaus. Links. Ja, A ist das. Guck mal, geradeaus. Dann links, dann ja, rechts. Ja, aber A ist Ausgangspunkt, also wir müssen gucken, wo das Ziel ist. Also geradeaus,
Links. Rechts. Links. Rechts. Nein, ach, da ist links dann. Achso, H. Okay. Warte. Wir haben's. Ja. Also man bekommt kein A und dann ist man war H. Wahrscheinlich. Wie wäre es hiermit? Ja. Du kommst doch eh. Ich weiß nicht. Ich wusste es. Ja. Wir werden gleich A genommen hätten. Ja, ne? Alphabetisch. Ja, stimmt. Das ist doch mal ein Rätselspaß. Bestimmt ist eines deiner Favoriten, richtig? Ja, ein bisschen. Ja, aber ganz in Ordnung, würde ich sagen. Wie? Nur ganz in Ordnung? Ich verstehe, du machst einen auf Lessen. Du willst nur nicht zugeben, dass mein Rätsel dir die Socken ausgezogen hat. Meiner Meinung nach sollten sie nicht so viel darüber nachdenken. Das ist die Idee. Lass mal machen, Anfang. Du musst ja gucken, wann das voll ist, irgendwie. Wie viel Kleber haben wir denn? Aufkleber? 5. Mit dem kann man nicht. Da fehlen noch viele Sachen, deswegen. Wir warten, ja, wir okay. Wenn wir erst einmal alles haben. Notizen, jetzt mal auf ein bisschen raufklicken. Erst halt mein Büro. Okay. Verlassen. Okay. Wo kann ich dann hier rein? Scheiße, Mann. Okay. Der hat ein Rätsel. Das wusste ich doch irgendwie. Hallo da, junges Gemüse. Was kann ich euch Gutes tun? Da vorne ist eine Bushaltestelle, ja? Und die Busse verkehren auch noch, oder? Natürlich, hier sind mehr Busse unterwegs als Stechmücken, Tropendschungel, okay? Was für eine seltsame Frage. Excellent! Haben Sie das gehört, Professor? Londons Busse fahren wie eh und je. Das habe ich vernommen, Luke. Deine Begeisterung ist durchaus nachzuvollziehen, aber das ist doch lange kein Grund, den guten Mann hier mit der Art zu verstören. Unfassbar, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so heiß darauf ist, in den Bus zu steigen. Nur wenn du Busse so magst, wirst du diesen Busrätsel. Wie viele fahren mit? Oh, scheiße. Okay. Neulich war ich in einem Doppeldeckerbus unterwegs und hielt einen Plausch mit dem Kontrolleur. Der Mann erzählte mir, dass mich eingeschlossen unter den unteren Stock des Gefährts 25 Fahrgäste wären und im oberen Stock noch einmal 40% des Fahrgästes von unten. Du bist Mathe gut, du musst mir gleich helfen. Wie viele Leute waren also insgesamt im Bus? Okay, der Mann erzählte mir, dass mich eingeschlossen an unserem Stock. Was sind 40%? Also mit ihm waren noch 25 Leute, ne? Ja. 40% von 25. Du bist in Mathe gut. Das sind 2/5, das heißt 10. Und das sind dann 35 plus den Kontrolleur. Und den Fahrer? Fahrer auch? Ist der Kontrolleur der Fahrer? Hier, ja, ne? Der Fahrer? Ich glaube, der Fahrer ist der Kontrolleur hier, oder? Der Fahrer ist der Kontrolleur niemals. Echt? Okay, warte. 25 und 40% von den 25 sind 10. 35, Kontrolleur 36, Fahrer 37. Ja, 37 dann. 100. Ja, ist klar. 37 Wie wäre es hiermit? Ja. Zum Glück bist du ja, ich hätte dich zu lange gebraucht. Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Ja, okay. Geht doch, leichte Rechnung. Ja, leichte Rechnung für ja, mich. Okay, ja, für dich. Weißt du, ich selbst bin verrückt nach Bussen. Mein Favoriten sind die London oder Doppeldecker. Ja. Omi, Rätsel. Hallo ihr jungen Hüpfer, sicher habt ihr bereits einige glänzende tolle Hinweise mitgefunden, ja? Ja, und die Expertise, die uns geteilt haben, die Oma? Na, Expertise und Expertise. Könnt ihr gleich Google fragen, hat dabei keine geringe Rolle gespielt? Entzückend, ich freue mich, dass ich behilflich sein konnte. Und wo bleibt der Dank? Holt sofort damit heraus. Aber natürlich, bitte entschuldigen Sie, dass wir Ihnen nicht vorher angemessen gedankt haben. Wir wissen Ihren Rat bezüglich der Hinweismünzen sehr zu schätzen. Ja, danke, wir hätten sie nie gefunden ohne die Hilfe einer solch weisen alten Dame wie Ihnen. Ein kleines Momentchen, Rotzlöffel. Wen nennst du hier alt? Man nennt mich nicht umsonst die flotte Florenz, weißt du, ich bin immer noch fit wie ein Turnschuh, ist klar. Sieht aus wie ein Turnschuh. Entschuldigen Sie, Florenz, ich hatte nicht die Absicht, Sie als alt zu bezeichnen. Ich weiß, dass Senioren ein wenig sensibel sind, wenn die Alter zur Sprache kommt. Senioren, ich und alt? Du willst es einfach nicht begreifen, oder? Anscheinend muss ich die Leviten lesen, wie man ein Anno dazu mal... Was? Wie man es Anno dazu mal tat. Okay, Harry Potter und Zauberspruch hier. Und zwar mit den Rätsel hier. 46, ein herzlicher Gruß.
Okay. Okay, das ist wohl die Florenz. Ich bin zwar die flotte Florenz, jung und frisch. Wie der Frühling, aber selbst ich in meinem zarten Alter kann ich schon auf viele schöne Erfahrungen zurückblicken. Aha. Und vor Herrn konnte ich mich sowieso noch nie retten. Seht mal, das hier ist ein Bild von mir, von wenigen Jahren mit drei feschen Herren. Kurz nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, gestand mir einer von ihnen seine Liebe und zeigte mir ein Herz. Von welchen der Herren ist die Okay. Warte mal, warte. Einer von denen muss ein Herz hier haben. Sicher? Warte mal. Der C ist es nicht. Nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, gestand mir einer von ihnen seine Liebe und B ist es, kommt. Ein Herz. Auf dem Bild muss irgendwann eine Notiz sein, warte, Notiz. Guck mal genau an. Kurz darauf oder nachdem dieses Foto? Ja, kurz darauf. Dann macht man mit einem Buch oder nicht? Mm-mm. Er zeigt das mit einem Herz. Das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Bist du sicher? Ja. Sicher? Ja. Guck mal, der E und C könnte eigentlich gar nicht zeigen. A könnte mit seinem Buch das zeigen. Vielleicht versteckt er das Herz hinter seinen Blumen. Kann auch sein. Ich sag A. Ich sag B. Xing Shang Shang, welche Antwort gewinne? Xing Shang Shang. Xing Shang Shang. Ja. B. Wenn B falsch ist? Bitte. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ah, es ist A. Oder? Das ist aber peinlich. Ja. Hast du die gesehen? Ah, okay. Der andere hatte Rosen, der andere hatte eine Geige und der andere hatte ein Buch. Verdammt mal. Obwohl, ja, genau. Egal, ich hab Xing Shang gewonnen. Das nee, egal, ich hab's richtig gelöst. Sag ich doch. Mann. Leitungs Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Aha. Ja, darauf wärst du. Okay, aber trotzdem Buch. Ja, das war ja mit der Zeitschrift, ja. ihr beiden seid ganz schön rätselhaudegen, das muss man echt schon lassen. Das Kompliment erfreut uns umso mehr, als von einer hinreißenden Dame wie ihn zu. Ja, ist klar, mit Phantom Relaten. Ich hoffe doch sehr, dass sich unsere Wege in Kürze wieder. Ey, willst du sie knallen? Guck mal, was? Ich hoffe. Ja, okay. Guck mal, jetzt treiben sie mir die Schamesröte ins Gesicht. Schamhaare. Sie dürfen keine Süßholz raspeln, aber ich bin eine verheiratete Frau. Müssen Sie wissen? Es scheint, dass unsere Freundin ein Auge auf Sie geworfen hat, Professor. Stecher! Ja, Stecher und so, hey? Scheiße, Mann. Und wir sehen uns im nächsten Part.